Hey und willkommen zu einer neuen Folge Jules Crimes. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Heute geht's los mit dem Lügendetektor-Test. Falls ihr nur zufällig über dieses Video gestolpert seid, empfehle ich euch, die ganze Chris Watts Playlist anzusehen, bevor ihr euch dieses Video anschaut. Ich freue mich auch weiterhin über Kommentare, Likes oder Dislikes. Und bitte geht respektvoll in den Kommentaren miteinander um. Und nun weiter mit dem Video. Also das ist, wie wir es nennen, ein Vergleichsfragen-Übungstest, okay? Und ich tue meinen Stuhl hier rüber. Also offensichtlich gibt dir ein Vergleichsfragen-Übungstest den Hinweis, dass ich möchte, dass du lügst während des Übungstests, richtig? Ich möchte noch nicht, dass du lügst. Ich werde dir sagen, ab welchem Zeitpunkt ich will, dass du lügst, okay? Okay. Also wie viele Zahlen siehst du auf diesem Stück Papier? 4. Welche fehlt? 3. Ich möchte, dass du die 3 auf die Linie schreibst, wo sie fehlt, okay? Okay. Du kannst deine rechte oder linke Hand benutzen. Bist du Rechtshänder oder Linkshänder? Ja, Rechtshänder. Ich mache einfach. Sieht ziemlich gut aus. Wahrscheinlich für die linke Hand. Also das ist der Vergleichsfragen-Übungstest und das bedeutet, ich werde dich fragen, ob du jede einzelne Zahl hier auf dem Stück Papier geschrieben hast. Okay? Okay. Ich will, dass du ehrlich bist bezüglich all der Zahlen, aber ich will, dass du lügst, wenn ich dich frage, ob du die 3 geschrieben hast. Okay. Du hast die 3 geschrieben, aber ich möchte, dass du sagst, hast du nicht. Ich möchte, dass du mich anlügst, okay? Okay. Also lass uns das üben. Bezüglich der Zahlen auf dem Papier hast du die 1 geschrieben? Nein. Hast du die Zahl 2 geschrieben? Nein. Gut, hast du die Zahl 3 geschrieben? Ja. Nein, habe ich nicht. Nein, du lügst bei dieser Erinnerung. Ja, ich habe es nicht geschrieben. Es ist okay. Hast du die Zahl 4 geschrieben? Nein. Hast du die Zahl 5 geschrieben? Nein. Okay, lass es uns noch einmal versuchen. Okay, während des Tests werde ich das genau hier lassen. Du musst auf diesen Bereich des Klemmbretts gucken. Du kannst nicht hin und her, hoch und runter, wo auch immer Chris will, hingucken. Du musst dich nicht auf die Zahl 3 fixieren, aber du sollst hier in den generellen Bereich gucken, okay? Okay. Du musst komplett still sitzen. Da geht kein Husten, Aufstoßen, Niesen, Schnaufen, irgendwas derartiges während des Tests, okay? Nur atmen. Was war das? Nur atmen. Nur ja. Du musst atmen, das hält dich am Leben. Ja. Also, viele Leute sagen, ich wusste nicht, dass ich still wie eine Statue sein muss. Du musst so ziemlich still sein wie eine Statue. Wie gesagt, das ist nur für eine sehr kurze Zeit. Ich werde, wenn ich dir während des Tests aus irgendeinem Grund eine Anweisung geben muss, vielleicht weil du deinen kleinen Finger bewegst und es noch nicht mal merkst, eine kleine Sache, die du machst und noch nicht mal realisierst, dass du sie machst, korrigiere einfach, was ich dich bitte zu korrigieren. Und mach nicht, oh mein Gott, es tut mir leid, entschuldige dich nicht, beweg dich nicht, mach nichts. Ich weiß schon, dass du dich schlecht fühlst, weil du gerade was gemacht hast. Ich brauche von dir dafür keine Rückmeldung, okay? Ich brauche von dir nur eine Korrektur, was ich dich bitte zu korrigieren. Du hast da eben deinen kleinen Finger hochgenommen. Stell sicher, dass du deinen Finger nicht bewegst. Mach dann nicht, es tut mir leid. Du weißt, es ist unbeabsichtigt, also. Genau, also, und das ist vollkommen okay. Und wenn ich sowas sage, dann hör einfach auf, mit dem, was ich dich frage, aufzuhören. Ist das okay? Macht das Sinn für dich? Mhm. Während des Tests kannst du mich nicht angucken. Ich werde dich anstarren, nur um sicherzustellen, dass alle Komponenten da bleiben, wo sie sollen. Ich weiß, es fühlt sich gruselig an, wenn jemand dich anstarrt und du darfst nicht zurückstarren. Nein, das ist okay. Aber das ist sozusagen die Regel heute. Okay. Okay, hast du irgendwelche Fragen? Nein, ich versuche nicht zu niesen oder zu rülpsen oder irgendwie sowas. Da ist keine Unterhaltung während des Tests. Das einzige Reden, was sein muss, ist Ja oder Nein zu sagen. Manchmal haben Leute ein Problem. Kannst du mich angucken? Oh, nein, es tut du bist mir leid, wie, ich verarbeite du das. Du bist in einem Tunnel. Ich verarbeite das. Das ist okay. Also wenn ich dir eine Frage stelle, viele Leute haben eine automatische Reaktion. Die machen Ja, Nein. Die bewegen ihren Kopf. Sei dir einfach bewusst, dass dein ganzer Körper samt deines Kopfes komplett stillhalten muss. Die einzigen Bewegungen, die dein Körper machen darf, ist dein Mund, der Ja oder Nein sagt. Aber dein Kopf hält einfach still. Also wenn ich dir die Anweisung gebe, hör bitte auf zu nicken oder sowas. Hör einfach auf und öffne deinen Mund und sag das Wort, anstatt deinen Kopf zu bewegen, okay? Mhm. Macht das Sinn? Und wie ich sagte, ich weiß, die meisten Leute machen das nicht mit Absicht. Und die realisieren nicht, dass sie es machen, bis ich es dann anspreche. Also wenn ich das tue, denk daran und korrigiere einfach, was ich sage, okay? Okay.
Da ist gerade keine Luft in deiner Manschette. Ich werde deine Manschette überfüllen, wenn wir anfangen. Du wirst denken, dein Bein fällt ab für 3 Sekunden. Okay. Dann lasse ich fast die ganze Luft raus und fülle es bis zur Hälfte. Das entfernt alle Luftblasen und gibt mir die Möglichkeit einer klaren Messung, okay? Okay. Hast du irgendwelche Fragen? Das war's. Also stelle ebenfalls sicher, dass ich die Frage zu Ende gestellt habe, bevor du antwortest. Okay. Besonders mit den Zahlen. Die Leute wissen schon, welche Nummer als nächstes kommt. Manchmal sage ich, hast du die Zahl? Nein. Und sie unterbrechen mich. Da muss eine Abgrenzung sein zwischen dem Ende der Frage und deiner Antwort. Also stell bitte sicher, dass du das nicht machst, okay? Okay. Also gib mir eine Sekunde. Ich muss einen Dateinamen erstellen. Sag mir nochmal dein Geburtstag. 16.05.1985. Also ich werde dir sagen, wann der Test beginnt und ich werde dir sagen, wann der Test endet. Beweg dich in der Zwischenzeit nicht und ich werde dir sagen, wann es wieder okay ist, sich zu bewegen und zu relaxen, okay? Okay. Bleib so wie du bist, bis ich sage, dass es okay ist, okay? Okay. Irritiert dich das ein bisschen? Nein, ich versuche irgendwie meine Finger auszustrecken. Ja, mach's nicht. Ernsthaft. Einfach so, wie deine Hand auf deinem Schoß. Lege deine Hand einfach dahin. Okay, also das ist erlaubt, aber sie muss mindestens flach sein, richtig? Ich meine, es ist... Leg sie einfach flach auf den Tisch. Würden die sich normalerweise nicht berühren? Na, es ist nur, es ist okay. Ich weiß nicht, es ist okay. Okay, und nochmal, du wirst gerade ausgucken. Und stelle einfach sicher, du bewegst dich nicht, okay? Okay. Der Test fängt jetzt an. Bitte halt still. Bezüglich der Zahl, die du auf das Papier geschrieben hast, hast du die Zahl 1 geschrieben? Nein. Hast du die Zahl 2 geschrieben? Nein. Hast du die Zahl 3 geschrieben? Nein. Hast du die Zahl 4 geschrieben? Nein.
Hast du die Zahl 5 geschrieben? Nein. Dieser Abschnitt des Tests ist erledigt. Bitte halte still, bis ich das Instrument außer Betrieb genommen habe. Du kannst dich entspannen. Wie fühlt es sich an? Du hast es toll gemacht. Du hast dich an die Lüge erinnert und alles. Das war super. Das war... Ja. Also, du bist offensichtlich ein wirklich schlechter Lügner. Haben dir Leute schon mal gesagt, ich kann sagen, man kann an deinem Gesicht ablesen, dass du eine Lüge erzählst. Denn in der Sekunde, als du bei der Zahl 3 gelogen hast, ich weiß nicht, ob du das Klicken hörtest, ich habe die Empfindlichkeit gedrosselt, denn deine Werte gingen über die Seite. Also das ist, was ich sehen muss als Polygrapher. Denn es sagt mir, dass du weißt, dass es falsch ist, eine Lüge zu erzählen. Du hast tatsächlich eine signifikante Reaktion, wenn du lügst. Das ist super. Danke, dass du ein schlechter Lügner bist. Okay, nein, das ist eine gute Sache, Wir wollen keine guten Lügner sein, also danke, dass du ein schrecklicher Lügner bist. Das zeigt mir offensichtlich nur, du weißt schon, wenn ich dich beim Test bedeutende Sachen über deine Frau frage, dass wenn du dabei lügst, es 10-mal mehr verstärkt sein wird. Also ich weiß das zu schätzen. Nein, ich habe nicht mal. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen, mehr als du dir vorstellen kannst. Also, das war super. Also lass mich die Fragen zum Test aufrufen. Willst du einen Schluck von deinem Wasser, nur um irgendwie... Keine Ursache. Du brauchst nichts? Ja. Okay, also, hast du noch irgendwelche anderen Fragen zu dem Test? Mm-mm. Okay, also wir werden dir solche Fragen stellen. Wir müssen diese Fragen mindestens 3-mal stellen. Wir nennen das Grafik. Wir müssen mindestens 3 Grafiken machen. Wir könnten bis zu 5 Grafiken machen, wenn du mir aus irgendeinem Grund keine guten Daten gibst. Wenn du dich bewegst oder sowas, könnten wir bis zu 5 Grafiken machen, okay? Also hoffentlich sind wir nach 3 fertig. Das ist, was meine Hoffnung ist, Und ich kann mir vorstellen, wir schaffen das mit 3. Also, okay? Okay. Und das Coolste an der Sache ist, im Moment weiß nur eine Person in diesem Raum, was die Wahrheit ist. Und in ungefähr 5 Minuten sind es 2 von uns. Also, das ist der coolste Aspekt, okay? Ja. Und dann kann ich gehen und den anderen das mitteilen, okay? Okay. Also, du hast keine anderen Fragen oder irgendwas? Nein. Eine Sekunde. Also, du willst keinen Schluck mehr, bevor wir anfangen? Oh, naja. Meine Herzfrequenz ist über dem Messband. Es ist in Ordnung. Wie ich dir sagte, es liest deine eigene Grundlinie. Du bist in Sicherheit. Okay. Kein Problem. Okay, also du lässt mich wissen, wenn du bereit bist anzufangen. Während des jetzigen Teils des Tests möchte ich, dass du dich auf die Stuhllehne fixierst, okay? Nicht hoch und runter und hin und okay. her gucken, nichts dergleichen, okay? Habe ich das getan? Nein, du warst großartig. Aber offensichtlich ist das Klemmbrett jetzt weg. Also deine Bereichfokussierung ist in diesem Bereich hier, okay? Okay. Fokussier dich nicht so intensiv auf etwas, dass du anfängst. Du weißt schon, irgendwie anfängst zu schielen. Nein. Stell einfach sicher, du machst das nicht, okay? Okay. Schau dich um, hier in diesem Bereich, okay? Erinnerst du dich an die Fragen, bei denen du lügen musst? Bei vor 2018. Richtig. Und du erinnerst dich, dass du lügst bei den Fragen? Ja. Du sagst nein, wenn du eine Lüge erzählst? Ich sage nein zu allem, was anfängt mit vor 2018, was sich auf vor 2018 bezieht. Richtig. Und du wirst über die Lüge nachdenken, die du erzählst. Ja. Richtig? Ja, nachdem du die komplette Frage gestellt hast, ja. Ja, korrekt. In Ordnung, bist du bereit? Lass es uns machen. Okay, halt still. Der Test wird gleich beginnen. Bitte halte still.
Verstehst du, dass ich dir nur die Fragen stelle, über die wir geredet haben? Ja. Halt weiter still. Bezüglich Shanans Verschwinden, hast du vor, alle Fragen wahrheitsgemäß zu beantworten? Ja. Ist dein erster Name Christopher? Ja. Atme normal. Vor 2018 hast du jemals die Beherrschung verloren bei jemandem, der dir wichtig war? Nein. Hast du körperlich Shanans Verschwinden verursacht? Nein. Bist du 1985 geboren? Ja. Vor 2018 hast du jemals aus Wut was zu einem deiner Liebsten gesagt? Nein. Lügst du bezüglich des letzten Mals, wo du Shanann gesehen hast? Nein. Bist du gerade im Bundesstaat Colorado? Ja. Vor 2018 wolltest du jemals jemanden verletzen, um es ihm heimzuzahlen? Nein. Atme normal.
Weißt du, wo Shanann ist jetzt gerade? Nein. Dieser Abschnitt des Tests ist vollständig. Bitte halte still, bis ich das Instrument außer Betrieb genommen habe. Du kannst dich entspannen. Wie fühlst du dich? Schrecklich. Schrecklich? Es war... Ja? Es ist wie auf etwas zu gucken, ohne dass was da ist. Das Stuhlding? Ja. Ja, das wird ein wenig seltsam. Das ist, warum ich Leuten immer sage, sie sollen nicht irgendwie anfangen zu schielen. Ich weiß nicht, meine Füße und versuchen, alles still zu halten. Fühlst du dich, als wärst du in einer guten Position ja, jetzt gerade? Ja, das ist in Ordnung. Bezüglich, das wie du sitzt und okay. So? Okay. Nur das Stillsitzen ist... Hast du irgendwelche Probleme mit den Fragen? Bezüglich, ob du körperlich Shanann's Verschwinden verursacht hast? War da irgendwas, wo du dachtest, ich mag nicht, wie die Frage formuliert ist? Vielleicht, du weißt schon. Nein. Oder hattest, du weißt genau, worüber ich spreche? Ich weiß, ja, also ja, ich bin... Ich bin da. Okay, und bezüglich des letzten Mal, wo du sie gesehen hast, du weißt, ich spreche darüber ja. Im Bett, wo du ihr Make-up runterlaufen sahst. Und dann, ob du weißt, wo sie jetzt ist? Ja. Ich meine direktes Wissen, wo sie jetzt sein könnte in diesem Moment. Okay? Okay. Also, möchtest du noch einen Schluck von deinem Wasser oder möchtest du mit der zweiten Ein Grafik bisschen starten? Wasser trinken. Okay. Du willst jetzt wahrscheinlich ein Mountain Dew. Mm. Oder nicht? Versuche irgendwie alles an seinen Platz zu lassen. Ja. Fühlst du dich gut, wie du jetzt bist? Ja, ziemlich gut. Das ist gut auf der Seite. Bereit? Ja. Ich bewege das ein wenig hoch über die Schrift. So ist gut. Während dieses Tests, beim letzten Teil, war deine Atmung ziemlich abgefahren. Also bitte versuche einfach normal zu atmen, okay? Wir können kein tiefes Atmen oder so gebrauchen. Oh, also nicht tief atmen, Entschuldigung. Das ist okay, atme einfach so normal wie möglich, okay? Leicht atmen, das bekomme ich hin. Ja. In Ordnung, bist du bereit? Ja. Stört dich das hier? Noch nicht jetzt und das ist etwas, was da sein muss, oder? Okay, also wir fangen an, bitte halt still. Der Test wird gleich beginnen, bitte halt still. Verstehst du, dass ich dir nur die Fragen stelle, die wir besprochen haben? Ja. Bezüglich Shanann's Verschwinden hast du vor, alle Fragen wahrheitsgemäß zu beantworten? Ja. Bist du jetzt im Bundesstaat Colorado? Ja.
Vor 2018 wolltest du jemals jemanden verletzen, um es ihm heimzuzahlen? Nein. Lügst du bezüglich des letzten Males, wo du Shanann gesehen hast? Nein. Ist dein erster Name Christopher? Ja. Vor 2018 hast du jemals die Beherrschung verloren bei jemandem, der dir wichtig war? Nein. Weißt du, wo Shanann ist jetzt gerade? Nein. Bist du 1985 geboren? Ja. Vor 2018 hast du jemals was aus Wut zu einem deiner Liebsten gesagt? Nein. Atme einfach normal. Hast du körperlich Shanann's Verschwinden verursacht? Nein. Dieser Abschnitt des Tests ist komplett. Bitte halte still, bis ich das Instrument außer Betrieb genommen habe. Du kannst dich entspannen. Ich denke, wir sollten noch eine Grafik erstellen, aber deine Atmung sollte dafür wirklich normal sein. Okay, Entschuldigung. Du warst diesbezüglich ziemlich durcheinander. Entschuldigung, es ist okay. Also manchmal fühle ich mich, als würde ich nicht genug atmen. Dann mache ich so eben, ich will das nicht machen. Ja, ja. Ich brauche es so normal wie möglich und nicht so schwankend, okay? Okay.
Entschuldigung dafür. Das ist okay. Ich möchte nur in der Lage sein, es in nur noch einer Grafik für dich fertig zu bekommen. Anstatt in zwei, drei mehr. Ich will das auch nicht. Ich will noch nicht mal das. Sag mir, wenn du... Okay, ich weiß, ich klinge wie eine gesprungene Schallplatte, aber ich muss dich nochmal fragen. Irgendwelche Probleme mit den Fragen beim Test? Nein. Du weißt genau, was ich meine, wenn ich frage, ja. Körperlich ihr Verschwinden verursacht? Das letzte Mal, wo du Shanann gesehen hast? Mhm. Und, ob du weißt, wo sie jetzt ist? Okay. Keine Frage deswegen? Nein. Okay. Du fühlst dich gut? Ja. Okay, wir fangen an, also halt still. Denkst du, durch die Nase oder den Mund atmen macht einen Unterschied? Das macht keinen Unterschied. Atme einfach normal. Halt still. Der Test fängt jetzt an, bitte halte still. Verstehst du, dass ich dir nur die Fragen stellen werde, die wir besprochen haben? Ja. Atme nochmal. Bezüglich Chanels Verschwinden hast du vor, alle Fragen wahrheitsgemäß zu beantworten? Ja. Bist du 1985 geboren? Ja. Vor 2018 hast du jemals was aus Wut zu einem deiner Liebsten gesagt? Ja, nein. Weißt du, wo Shanann ist jetzt gerade? Nein. Bist du gerade im Bundesstaat Colorado? Ja. Vor 2018 wolltest du jemals jemanden verletzen, um es ihm heimzuzahlen? Nein.
Hast du körperlich schon ein Verschwinden verursacht? Nein. Ist dein erster Name Christopher? Ja. Vor 2018 hast du jemals die Beherrschung bei jemandem verloren, der dir wichtig war? Nein. Lügst du bezüglich des letzten Mals, wo du Shanann gesehen hast? Nein. Dieser Abschnitt des Tests ist vollständig bitterhaltestill, bis ich das Instrument außer Betrieb genommen habe. In Ordnung, wie fühlst du dich? Gleich wie bei allen davor? Ich denke, es war das Gleiche wie bei allen. Oh ja. Es ist irgendwie hart zu entspannen. Ich weiß, das verstehe ich. Streck das Bein gerade für mich hoch. Ich fühle mich, als hätten meine Füße durchgeschwitzt durch mein... Richtig. Du bräuchtest einen Bodenablauf. Unglücklicherweise. Ich bin eine heiße Person schon. Kannst du deine Arme hochnehmen wie zuvor für mich? Perfekt. Also, ich muss gehen und das bewerten. Okay. Ich werde das hier wegräumen. Musst du noch mal auf die Toilette oder so? Es geht mir gut jetzt gerade. Okay. Ich bin gleich zurück. Okay. Ich nehme mein Wasser auch mit mir. Okay. Bist du zufrieden mit deinem Wasser oder möchtest du noch ein Getränk? Ich werde. Was, die Getaway? Soll ich die Tür für dich? Okay. Ich schaff das, danke. Ja. Brauchst du irgendwelche Kräcker oder irgendwas? Nein, nicht rechts. Bist du sicher? Okay. Thank you.
Thank you.
Ich habe einen Teil davon vergessen, stimmt's? Also, ich habe Graham mit hier reingebracht, weil wir über die Ergebnisse sprechen wollen, okay? Okay. Also, es ist total klar, dass du nicht ehrlich warst während des Tests. Und ich denke, das weißt du schon. Du hast den Lügendetektortest nicht bestanden. Okay. Okay, jetzt müssen wir darüber reden, was tatsächlich passiert ist. Es fühlt sich an, als wärst du wahrscheinlich bereit, das zu tun. Ich hab dich nicht angelogen während des Lügendetektor versprochen. Chris. Ich weiß. Chris, stopp. Es ist Zeit. Hör einfach auf für eine Minute, hol Tiefluft. Ich will, dass du Tiefluft holst, jetzt sofort. Da ist ein Grund, warum dir schlecht ist. Wenn Leute Sachen für sich behalten, macht es dich körperlich krank. Und ich kann einfach von deinem Gesicht ablesen, seit der Sekunde, wo du hier reingekommen bist, dass du einfach reinen Tisch machen wolltest und es einfach hinter dir haben wolltest. Ich weiß das zu schätzen, denn du wusstest, während du da auf dem Stuhl saßt, dass du es nicht bestehen wirst heute. Und du wusstest, ich würde es rausfinden, denn ich hab's dir gesagt. Und dann bist du trotzdem da geblieben, mit dem Wissen, dass du am Ende sagen könntest, weißt du was, ich muss das einfach loswerden. Also ich werde dir einfach sagen, was passiert ist. Wir sind nicht hier, um Spiele mit dir zu spielen. Wir wollen nichts dergleichen mit dir machen. Wir wollen einfach nur wissen, was passiert ist. Okay. Kannst du von vorne anfangen und uns erzählen, was passiert ist? Alles, was ich euch erzählt habe. Ich habe nicht gelogen bei dem Lügendetektor. Ich weiß nicht, wie viel ich dir jetzt sagen könnte. Also Das ist noch nicht mal eine Option jetzt gerade, weiß, denn du hast den Lügendetektor-Test nicht ich bestanden. Weiß. Also ich weiß, du warst unehrlich, das ist noch nicht mal ein Problem jetzt gerade. Das Problem jetzt gerade ist, was passierte mit Shanann, Bella und Celeste. Das ist das Problem jetzt gerade. Okay. Okay, also lass uns darüber reden. Ich weiß, du willst es uns sagen. Ich kann es in deinem Gesicht sehen. Diese Lüge für dich zu behalten, wird dir nichts bringen. Ich bin nicht, also, am Versuchen, sowas wie Sachen zu vertuschen. Also, aber das wenn, tust du irgendwie, denn es ist normal. Normale Leute würden das tun. Normale Leute, die einen Fehler machen, sagen erstmal, ich weiß nicht, wovon du redest, ich habe nichts gemacht. Das ist normal, ich würde das erwarten. Es ist so, wie wenn du dein Kind fragst. Hast du an die Wand geschrieben? Und sie sagen nein. Du hast Farbe an den Händen, also ich weiß, dass du gerade an der Wand gemalt hast. Oh, okay. Das ist eine natürliche Reaktion, dass jemand erstmal über sowas wie das lügen würde. Und dann letztendlich die Wahrheit erzählt. Also das ist deine letztendlich die Wahrheit erzählen Zeit. Das ist der entscheidende Moment, Chris. Also lass das nicht noch länger weitergehen, bitte. Ich versuche nicht, irgendwas weitergehen zu lassen. Also ich will sie zurück zu Hause haben, also... Aber du weißt, sie kommen nicht zurück nach Hause. Du weißt das. Ich weiß nicht, in meinem Hinterkopf, ich hoffe, sie kommen zurück nach Haus. Aber du weißt, werden sie nicht. Na, ich hoffe, sie kommen nach Haus. Hm? Und ich weiß nicht, dass sie nicht nach Hause kommen. Chris, Tammy und ich sind verwirrt, okay? Und hier ist, worüber wir verwirrt sind. Ich sagte dir, dass wir über die Nacht gearbeitet haben, ja. Dass wir eine Menge Hinweise hatten, das war keine Lüge, okay? Okay. Wir wissen viel mehr, als du denkst, dass wir es tun. Und hier ist, warum wir verwirrt sind. Du bist dieser großartige Typ und ich sage das nicht nur so, okay? Ich sage dir das, weil jeder uns das sagt, okay? Wir können niemanden finden, der etwas Schlechtes über dich sagt. Chris ist ein großartiger Typ, er ist ein guter Vater. Er ist ein guter Mann. Wir sind verwirrt, warum du nicht Sorge trägst für deine wunderschönen Kinder. Warum ich nicht Sorge trage jetzt gerade? Jetzt gerade. Und während all dem. Ich weiß nicht, wo sie sind. Ich bin ehrlich. Ich weiß nicht, wo sie sind. Wenn ich meine Babys jetzt zurück zu Hause haben könnte, würde ich das. Ich will sie zurück. Ich will jeden zurück. Und das ist die hoch und heilige Wahrheit.
Also lass uns weiter über deine Familie sprechen, okay? Wir können einfach nicht erklären. Naja, da sind diese zwei Chrisse, okay? Wir sprachen darüber gestern Abend. Wir können's einfach nicht erklären. Da ist Chris, okay? Wenn mich jemand nach der Routine meines Kindes fragen würde, würde ich sagen, weiß ich nicht, frag seine Mutter. Das ist die Wahrheit, richtig? Und also, es ist sehr überraschend für mich und es wärmt mein Herz, dass du die Art von Vater bist, der eine Tasche am Morgen packen kann. Und du weißt, was du da reinpacken musst. Und du weißt, was du da reinpacken musst für den Fall, dass sie einen Unfall haben. Du weißt, welche Kleidung da reinkommt. Du weißt, was sie zum Frühstück als Snack und zum Abendessen haben. Und deren Mitternachtssnack. Du kannst das Buch benennen, welches du deinen Töchtern vorliest, okay? Ich weiß, dass du sie liebst. Du kannst diese Erinnerung nicht vorspielen. Das ist echt, okay? Da gibt's eine Menge Typen, die hier reinkommen und versuchen, mir das zu erzählen. Und ich weiß, dass sie lügen, okay? Denn sie können nicht die Fragen beantworten, die du beantworten kannst. Aber du bist heute hier und lügst über was anderes. Wir müssen darüber reden, okay? Ich hab sie betrogen. Ich weiß. Und das ist sehr gut. Mach weiter. Ich bin nicht stolz darauf. Also, ich dachte nicht, sowas kann passieren. Ich dachte nicht, ich würde das jemals tun, aber ich hab's gemacht. Ich weiß. Red weiter. Sie beschuldigte mich deswegen. Ich stritt es ab. Also ich hab sie betrogen. Ich fühlte mich schrecklich deswegen. Also sie war schwanger und es war... Ich will nicht. Ich hab sie nicht verletzt. Ich hab sie betrogen. Ich hab sie emotional verletzt. Ich hab sie betrogen. Und ich fühle mich wahrhaftig schrecklich deswegen. Das ist, was ich zurückgehalten. Ich bin nicht zum Rockies-Spiel gegangen. Ich war mit ihr. Okay. Ich ging mit ihr Abendessen. Okay. Red weiter. Die 5 Wochen, die ich allein war, war ich mit ihr die meiste Zeit. Okay. Du machst einen guten Job. Das ist der Chris, von dem ich wusste, dass er heute rauskommt. Das ist der Chris, der die Wahrheit erzählt, denn du bist ein Wahrheitserzähler. Wenn ich dir sage, ich habe mich entliebt, dann ist es, weil ich mich in sie verliebt habe. Absolut. Ich meine, das ist die hoch und heilige Wahrheit. Wer ist sie? Ich möchte sie nicht in das hier verwickeln. Ich möchte ihr Leben nicht ruinieren. Sowas wie das, ich möchte sie nicht daran verwickeln. Okay. Also können wir darüber ein bisschen reden? Ja. Ich wusste, dass du sagen würdest, du willst sie nicht verwickeln. Denn du fragst dich, um Leute zu sorgen. Sie ist eine wundervolle Person. Sie wusste, ich bin verheiratet, ja. Und ich sagte, wir haben Probleme, ja. Und ich sagte ihr das, du weißt, schon. Weißt du, am Ende werden wir uns trennen, wenn ich erst mal rausgefunden habe, was das ich war. Ich wusste nicht, wie das sein würde. Ich weiß. Ich sah sie nahm mir den Atem und ich hätte niemals gedacht, in 1 Million Jahre, das könnte passieren. Ich weiß. Ich weiß, du denkst anders, ich habe niemals sowas gefühlt für jemanden. Irgendjemanden in meinem ganzen Leben. Ich hoffe, der Lügendetektor-Test hat euch nicht enttäuscht. Das eigentlich Spannende ist die ganze Vorbereitung darauf, finde ich. Sicher wollt ihr wissen, wie Chris tatsächlich abgeschnitten hat. Bei einem Ergebnis von 2 Punkten wird jemand als ehrlich eingestuft. Bis -0,4 ist der Test nicht aussagekräftig. Ab -0,4 wird jemand als unehrlich eingestuft. Und Chris hat es tatsächlich geschafft, -18 zu punkten. Chris könnte bis zu diesem Zeitpunkt im Verhör noch jederzeit gehen. Auch wenn ziemlich sicher dann sofort ein Haftbefehl gegen ihn beantragt worden wäre, hätte er das Revier noch verlassen können. Auch noch wichtig anzumerken, um 9.49 Uhr an dem Morgen hatte sich Chris' Geliebte bei der Polizei gemeldet. Und gegen 14 Uhr hat sie sich für circa 1,5 Stunden mit einem FBI-Agenten in einem Park getroffen und eine Aussage gemacht. So, genug für heute. Seid auch beim nächsten Mal dabei, wenn's wieder heißt, eine neue Folge Jules Crimes.